Wir bauen in den nächsten 48 Stunden einen riesen XXL. Es gibt zwei Teams. Das Verliererteam muss eine Nacht im Iglu verbringen. Das Gewinnerteam darf in einer der luxuriösesten Chalets Österreichs schlafen. Ihr seid Team Leibchen. Und welches Team hier als erstes Schneeschaufeln von dort hinten holt, hat den ersten Punkt. Los geht's! Ich hab doch schon eine. Los, 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 Danny! Welches Team am Ende die wenigsten Punkte hat von den Challenges, die wir in diesem Video machen, muss die Nacht im Iglu verbringen. Erster Punkt geht an Team Bund! Das dauert mir viel zu lange da hinten. Arbeiten, los geht's! Wenn sie es nicht in 48 Stunden schaffen, dann müsst ihr hier drauf schlafen. Ich will mich mal beeilen. Ich kann jetzt schon nicht mehr. Ich brauche eine Pause. Dann kannst du hier auf dem kannst du hier schlafen. Also ich sag dir eins, wenn ich das vorher gewusst hätte, ne, wäre ich zu Hause geblieben. Ist ja anstrengend hier. Alex, Lenny, wenn ihr vielleicht schon mal ganz kurz reinlegen könntet, ob ich weiß, dass der Platz ausreicht für euer Graf. Ich da rein. I'm ready for time! Wenn die Kommentare auf die Video drehen sollen, wie ich den männlichen Schnee vergraben werde. Dann war ich voll dumm, dieses Loch wieder zuzubuddeln. In diesem Video ist übrigens wieder ein Mini-Emoji versteckt. Und unter allen, die ihn finden, verlose ich 3x100 €. Macht davon einfach einen Screenshot, wenn ich es im Video gefunden habe. Schickt ihn mir per DM und wenn ihr mir auf Instagram und YouTube folgt, dann habt ihr auch schon teilgenommen. Viel Glück! Beide stehen Rücken an Rücken zueinander. Ihr geht jetzt 3 Schritte auseinander. Nehmt einen Schneeball in die Hand und auf Go dreht ihr euch um. Und wer zuerst den anderen trifft, gewinnt. 3, 2, 1, go! Also Leute, ihr kennt mich aus dem letzten Video. Ich gucke, ob wir hier jetzt irgendwo vielleicht wieder einen Bagger herkriegen. Wäre cool. Was macht der Dude schon wieder? Komm, Freunde, ich hab gesagt, schon einen Bagger und hier haben wir den Bagger. Ich hatte schon erst wieder einen Bagger organisiert, ey. Der hat einfach einen Bagger klar gemacht. Ein Bagger für Fabian Baggeler. Genau, ich heiße Fabian Baggeler, da muss natürlich auch der Bagger einmal fahren werden. Geil, 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 geil. Ich würde sagen, wer die bessere Schaufel am Ende macht, gewinnt den Punkt. Hugo macht jetzt die erste Schaufel und wir bewerten das Ganze jetzt mal. Okay, sieht nicht schlecht aus. Und... Oh, nächster ist Alex. Ich glaube, Alex kann jetzt den ersten Punkt für Team Leibchen besorgen. Kann er. Man weiß ja nicht, was er macht. Also es ist wirklich sehr kompliziert. Sehr, sehr stark. Das ist schon mal eine deutlich bessere Schaufel. Oh ja. Yeah. Yeah, sehr gut. Ganz klar, Punkt an Team Alex. Ihr könnt damit den Gleichstand gewinnen, ne, wenn du besser hier runterfährst. 3, 2, 1 und... Oh! Und damit steht es 2-2! So, jetzt muss das Iglo noch geformt werden, damit das Ganze auch am Ende aussieht wie ein Iglo. Nicht wie die ganzen anderen Videos, die ich schon hier auf YouTube gesehen habe, wo es einfach nur eine Pyramide war. Deswegen, wir machen ein richtiges Iglo. Und ich würde sagen, let's go! Mit dem Eingang müssen wir uns was überlegen. Wieso? Weil das sonst hier zu lange dauert. Der Eingang ist anscheinend jetzt auch noch eisig und ihr kommt da nicht voran. Oh, Leute. Das bedeutet wahrscheinlich draußen schlafen und kein Luxuschalet hier im Wochenbrunnen. Während die anderen gerade an dem Haupteingang arbeiten, dachte ich mir, wir machen einen geheimen Hintereingang, der gleichzeitig sogar von oben, dass man von oben sozusagen reinrutschen kann. Deswegen starten wir hier. Kurz Update vom Geheimeingang. Komm rein. Man kann hier so richtig geil später so reinsliden. Nur rauskommen wird schwierig, aber ist auch nur zum Reinsliden. So Leute, wir machen Progress. Bin quasi schneller wie die anderen im Haupteingang. Wir haben auch so eine halbe Stunde Zeit, dann geht die Sonne unter. Dann haben wir auch nur noch morgen den ganzen Tag. Ey, ich sehe echt ein bisschen schwarz. Es wird aber dunkler, Leute. Schauen wir mal an, wie weit wir bisher gekommen sind. Also hier haben wir zumindest schon mal den Eingang. Der Hintereingang wird auch so langsam fertig. Welches Team als erstes barfuß bei der Hütte ist, gewinnt. Ah! Leute, Lenny fängt hier einfach schon an zu bluten durch die Challenge. Aber damit geht Team Leibchen in Führung, steht 3-2. Und damit sind auch die ersten 24 Stunden vorbei. Ein kurzer Zeitsprung in 3, 2, 1 und es geht weiter mit den nächsten 24 Stunden. Ein Team übernachtet heute hier drin. Zeit läuft ab jetzt. Let's go! So Jungs, haben uns was besorgt. Wir haben hier eine spitze Schaufel, eine Machete und einen Eisstoßer. Wir versuchen nämlich heute ein Wohnzimmer zu bauen und einen kleinen Geheimgang bzw. Schlafzimmer. Der Hintereingang soll sozusagen jetzt gleich in den nächsten Stunden den Haupteingang treffen. Da aus soll der komplette Raum gebaut werden. So ein paar kleine Nebenräume, vielleicht eine Toilette. Mal schauen, wie weit wir heute kommen. Yes, wir haben den Durchbruch! Jawohl! Der erste Versuch. Kommt Ronny hier durch. Durch das Loch. Und tatsächlich. Yay! Also diesen Ding hier, das macht so freaking Bock, das sich hier einfach so wegzuhauen. Und schau ich das mal an. Das alles muss jetzt einfach hier raus. Das Teil ist krass, oder? Ja, das geht ab. Absoluter Gamechanger. Hier drin ist auch echt mittlerweile relativ kalt. Das Problem ist gar nicht mal hier das
das aushöhlen, sondern diesen ganzen Schnee jedes Mal von hier drinnen rauszubekommen, das ist ein Hustle. Es sind jetzt nur noch 2 Stunden, bis die Sonne untergeht. Bis dahin muss das Iglo fertig sein und bisher sieht es noch nicht so gut aus. Und ich möchte nochmal betonen, Leute, es geht um einer der luxuriösesten Chalets in Österreich mit Sauna, mit allem drum und dran, hier von Wochenbrunn zur Verfügung gestellt. Wenn ihr das nicht schafft, dann müssen wir alle hier im Eingang schlafen oder hier davor. Ich habe gerade selber ein bisschen Stress, weil ich möchte selber, dass das Iglo am Ende fertig wird. Ich helfe persönlich Alex beim Secret Room mit. Ich schaue mal ganz, wie es aussieht. Gute Fortschritte. Schaut euch mal an, wie viel Schnee hier noch rauskommt. Also jetzt mal 2 Stunden Vollgas. Dann gibt es die letzte Challenge, die darüber entscheidet, ob Team Leibchen oder Team Bunt, die sind da drin, hier drin übernachten muss. Und wenn ihr bis hierhin immer noch nicht das Mini-Iglo-Emoji gefunden habt, das war bisher schon im Video, als kleiner Tipp. Wenn ihr es noch nicht gefunden habt, ich verlose nochmal 100 Euro für alle, die mir bis zu den 100k hier auf YouTube noch gefolgt haben, beziehungsweise auf Instagram. Also alle, die vor den 100k noch da waren. Der geht an euch auch nochmal. Abonniert sein OnlyFans. Da hat jemand gerade schön gefunden. Ja, schickt mir einfach den Screenshot. Ich freue mich. Junge, das sieht ja schon heftig aus. Alter, krass. Oh, gut, okay, du bist doch klein. Ich habe hier fast durchgestochen, guck dir das an. Ach krass, tatsächlich. Sieht man das? Ja, man sieht es echt. Wir sind gerade im Secret Room, Leute. Ich kann noch nicht viel zeigen, aber ich kann euch schon ein bisschen zeigen. Ich werde jetzt hier ein bisschen das Ganze noch ein bisschen vergrößern. Es wird jetzt nicht mehr gefilmt. Wir bauen jetzt hier nur noch auf dem Hauptraum weiter. Und das Reveal, wie der Raum hier am Ende aussieht, das seht ihr dann später. Die Sonne geht immer weiter unter. Wir müssen jetzt zu unserer Geheimwaffe, dem Böller, greifen und hoffentlich mal schauen, wie viel der Böller wegspringt. Ich tue ihn jetzt hier mal kurz an die Seite, um zu prüfen, wie viel da am Ende. Oh, schon weg. Hä? Fuck. Ich hab das ganze Ding ein. Das ist hier noch. Tag, Leute, das ist ein Riesenproblem. Das hier, dieser Secret Room, sollte unser Schlafplatz werden. Ich zeig's mir nicht, aber hier ist jetzt überall Rauch drin. Wir haben uns gerade unseren eigenen Schlafplatz zerstört. Damn, das war nicht so schlau. Jetzt wird der Secret Room, ihr seht den gleich, noch eingerichtet. Boah, aber es könnte schon gemütlich werden. Okay, Leute, 24 Stunden sind vorbei. Das Iglo ist fertig geworden und wir sagen, wir schauen uns das Ganze mal an. Wir gehen jetzt hier mal rein. Komm mit, ich zeig euch die Stube. Das hier ist Gemeinschaftsraum geworden. Hier hinten die Bank. Und jetzt schauen wir uns den Secret Room an, okay, Leute? Ich zeig's euch mal. Dieser Raum ist wirklich mein absoluter Favorite Raum. Und dafür müssen wir hier hoch. Das ist eigentlich eine Rutsche, die man runterrutschen kann. Hier haben wir richtig cozy, richtig geile Kerzen. Hier kann man heute Nacht richtig schön gemütlich. Es wird wahrscheinlich ein bisschen kalt, aber man kann hier drin wahrscheinlich schlafen, weil es sieht so geil aus. Aber die Frage ist jetzt, wer? Und das finden wir jetzt in der letzten Challenge heraus. Hier die alles entscheidende Challenge, welches Team am Ende im luxuriösen Chalet schlafen darf, beziehungsweise hier im Iglo schlafen muss. Und zwar ist es eine Quizfrage. Um wie viel Grad kann ein Iglo innen drin wärmer sein im Vergleich zur Außentemperatur? Also die Differenz. Innen drin kann es um 10 Grad wärmer sein oder B, 20 Grad oder C, 50 Grad. Wir nehmen C. Team Bund lockt C ein. Team Leibchen zieht B ein. Die richtige Antwort ist C. Yeah! Und damit steht es unentschieden. Und da ist natürlich die Frage, gehen beide Teams einfach ins Chalet und haben eine luxuriöse Nacht? Ja. Ich würde sagen, nein. Einer aus jedem Team muss jetzt im Iglo schlafen. Ihr macht untereinander Schnick, Schnack, Schnuck. Der Verlierer aus jedem Team schläft im Iglo. Und damit haben wir eine Mischung aus Bund und Leibchen. Einer aus jedem Team. Einer aus jedem Team. Bli, bla, flu. Oh! Viel Spaß in den Iglo. Schnick, Schnack, Schnuck. Oh! Damit schlafen Hugo und Alex. Chalet hier in Elmau bei Kitzbühel von Wochenbrunn. Wir sagen, ihr fahrt jetzt hoch zum Chalet und wir drei bleiben zusammen im Iglo. Ich hab mega Hunger. Schauen wir mal, Leute, ob hier jemand liefert, okay? Genau, einfach zum Iglo bei der Wochenbrunner Alm. Ja, okay, danke. Bis dann. Sagen jetzt heißes Warten und hoffentlich bekommen wir jetzt gleich noch eine nice Pizza. So, Leute, wir sind jetzt endlich angekommen. Wir machen uns jetzt einen ganz entspannten. Essen steht auch schon hier. Wir haben hier so eine geile Klappe, wo es reingebracht wird. Dann würde ich sagen, schnappen das Essen und führen euch dann durchs Haus. No freaking way! Und so wird das da! Alter, was sind das für absolute Ehren, Leute? Und ich habe kein Trinkgeld dabei gehabt. Das ist es. Wie warm ist hier? Wie kalt ist hier? Körperlich geht's, aber an den Füßen ist auch kalt. Ja, meine Füße sind auch. Ich weiß nicht, ob ihr es seht, aber meine Füße sind komplett durchnässt hier. Ich glaube, wir machen uns gleich ein Feuer, setzen uns gleich alle so hier hin und können so ein bisschen die Füße aufwärmen. Mhm. So, Leute, wir sind mega, mega voll. Gucken uns jetzt das ganze Chalet an. Schon mal ein Schlafzimmer. Alter, wie hell auch durch das schön Holz, groß. Ne? Da haben wir auch gerade schon Pizza gegessen. Auf jeden Fall einen mega großen Raum mit super Küche. Ja, sehr gut. Junge, schaut mal die Augen von ihm an.
Das ist der Rauch. Ja, schon fast am Tränen, ey. Wir werden uns einen richtig geilen Abend machen. Und ich denke jetzt schon die ganze Zeit an die Milo, wie die sich komplett einen reinfrieren. Kritische Sache, aufgefallen. Stellt euch vor, wir wachen morgen auf und dann ist das Wohnzimmer, das groß zusammengebrochen. Alter, genau das gleiche habe ich mir vorhin gedacht. Und dann die Vorstellung, wir hätten nur einen großen Raum gebaut, wie wir das erstmal vorhatten. Oh. Da die anderen uns doch ein bisschen leid tun, haben wir jetzt nochmal ein bisschen was zu trinken. Wasser. Und überraschen die anderen mal ganz kurz. Sind jetzt hier. Aha, krass. Grüßt ihr schön. Hallo. Ach, ist das schnucklig, ey. Ihr habt's echt romantisch. Ich weiß nicht, ob das zum Kontext passt, aber ich gehe gleich in die Sauna. Ah, schön. Wollte ich nur mal gesagt haben. Alter! Und noch ein Kissen. Jo. So, schau ich das mal an hier. Wir haben hier jetzt richtig fett die Decke. Boah, jetzt wird's richtig, richtig warm hier drin. Also, euch noch eine schöne Nacht. Was macht ihr jetzt noch? Wir wünschen euch auch ganz viel Spaß an dem Iglo. Wir werden uns jetzt erstmal schön in die Sauna legen. Aber, naja, ihr seid ja harte Typen, ne? Und wenn ihr wirklich harte Typen seid, dann sehen wir uns erst morgen, ne? Ja. Bis morgen. Gute Nacht. Also, wenn du hier liegst und da hochguckst, oh ja. Das ist schon ein mulmiges Gefühl. Stell dir mal vor, da kommt dann so auf einmal so ein Riss und dann so alles runter. Jetzt haben wir schon wirklich so Mitternacht. Jetzt lassen wir wirklich schlafen. Dann sehen wir uns entweder morgen oder mal mitten in der Nacht gebe ich euch ein kurzes Update. Okay, wir haben jetzt mittlerweile 3.14 Uhr und bisher geht es einigermaßen ganz gut. Also hier drunter ist es warm. Die Luft, die mal einwarmen, ist halt super kalt. Und wir haben ein großes Problem, in einer Stunde soll ein Schneesturm kommen. Ich hoffe mal, es wird nicht dadurch kälter und wir überleben das Ding. Ich muss super dringend auf Toilette und habe gar keinen Bock aufzustehen. Ja. Doch. Ja. Lass mal machen. Nee. Ich habe keinen Bock in die Kälte auf und ich muss echt weiter schlafen. Ich kann meine Augen kaum aufmachen. Ist euch eigentlich aufgefallen, dass hier von innen angeschmolzen ist? Das sieht alles so glatt aus, dass das schmilzt. In mir ist teilweise so Tropfen aufs Gesicht gefallen. Nein. Doch, wirklich. Ich versuche mich wirklich weiter schlafen. Gerade 7 Uhr. Seht ihr das? Ist so kalt hier drin. Jo, morgen. Könnt ihr uns so in 15 Minuten abholen? Logisch, machen wir. Hast du die Nacht überstanden? Also mit der schönen Kuscheldecke hier war es schön warm. Ich finde so die Luft, die kalte Luft einzuatmen, ist ein bisschen hart, ne? Ja. Aber wir haben die Nacht tatsächlich überlebt. Mittlerweile schneit es hier extrem. Auch nochmal vielen Dank an Wochenbrunn für die Unterstützung. Wenn euch das Video gefallen hat, dann abonniert gerne den Kanal für das nächste Video. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dann. Ciao.